Sie hat gekämpft ihr ganzes Leben lang. Dory Ladner wurde verhaftet, weil sie sich gegen die Rassentrennung stemmte und das Wahlrecht für Afroamerikaner einforderte. Auf dem legendären Marsch auf Washington 1963 demonstrierte sie mit Tausenden für gleiche Rechte. Die Eröffnung des Museums ist für sie mehr als nur eine Würdigung ihrer Arbeit. Ich könnte jubeln, ich bin glücklich und beschwingt. Unser Kampf für Bürgerrechte spiegelt sich in diesem Museum wider, das so viele Geschichten erzählt. Dieses Sweatshirt hat Ladner dem Afroamerikanischen Museum gespendet. Sie hat es beim Million Man March 1995 gekauft. Damals versammelten sich Hunderttausende Afroamerikaner in Washington, D.C., um Einigkeit zu demonstrieren. Das Sweatshirt ist nur eines der rund 40.000 Ausstellungsstücke, die von Unterdrückung, Widerstand und Alltag berichten. Alle lernen hier etwas über die Geschichte einer Gemeinschaft und die Geschichte eines Landes. Dieses Museum handelt von der Reise eines Volkes und von der Geschichte einer Nation. Es ist so besonders, weil es uns zeigt, wie diese Geschichte uns alle geprägt hat. Und dieser Ort beschäftigt sich tatsächlich mit allen Grautönen, von der Sklaverei über Rassentrennung bis hin zum ersten afroamerikanischen Präsidenten. Für dieses Museum hat die afroamerikanische Gemeinschaft jahrzehntelang gekämpft. Die Verantwortlichen mussten um die Finanzierung ringen, um politische Unterstützung und auch um einen passenden Standort. Jetzt steht das Gebäude auf der berühmten National Mall im Zentrum der US-Hauptstadt, direkt neben dem Washington Monument. Im Zentrum von Dory Ladners Schaffen steht vor allem eine Forderung: Bürgerrechte für alle. Das Museum versammelt Höhen und Tiefen ihres Lebens an einem Ort. Es dreht sich alles um Glück, um Sorgen, die Vergangenheit und die Zukunft. Und darum, was wir als Afroamerikaner schon geschafft haben und was noch auf uns zukommt. Es bleibt noch ein langer Weg. Wir sind bisher auf keinen Fall gleich. Deshalb ist jeder weitere Schritt wichtig für uns. Für Ladner und viele andere geht der Kampf weiter. Vor allem in Zeiten, in denen Hautfarbe und Herkunft immer noch Politik und Alltag bestimmen.